In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr diesen tollen Wollschal in Zickzackmuster stricken könnt. Willkommen auf meinem Kanal, ich bin die Manu und dann fangen wir auch gleich an. Die Wolle habe ich gefunden im Action, das ist sowas wie der Teddy. Müsst ihr mal gucken, ob es sowas bei euch in der Gegend gibt. Ist auch immer eine Saisonsache, also ist nicht immer vorrätig, aber die hat mir so toll gefallen vom Farbverlauf. Und guckt doch einfach mal nach einer Wolle, die jetzt, sag ich mal, hier so 150 Gramm hat, zwischen 300 und 400 Meter. Ja, das ist jetzt ein reines Acryl, das ist waschbar bei 30 Grad und ihr braucht die Nadelstärke 4,5 bis 5,5. Natürlich wird dann hinten auch immer die Maschenprobe schon angegeben. Ich habe jetzt hier eine 4er Prüm Stricknadel genommen und ja, dann brauchen wir als erstes den Innenfaden. Also es ist einfacher, wenn ihr von innen arbeitet, ja, dann rollt euch das Knäuel nicht so rum. Um mit einem Muster zu arbeiten, musst du erstmal wissen, wie lang ist dein Muster, und das Muster, mit dem wir arbeiten, ist 12 Maschen, dann wiederholt es sich. Und dann natürlich super Tipp, schaut mal aufs Etikett, da seht ihr nämlich, wie viele Maschen braucht ihr für 10 cm. Nehmen wir erstmal aus, wie lang ist eine Masche? Also wir haben 10 cm, dafür braucht man 20 Maschen, das heißt, eine Masche ist 0,5 cm lang. Und jetzt wollen wir wissen, wie lang ist unser Muster. 0,5 ist eine Masche und 12 Maschen brauchen wir. Das heißt, das Muster ist dann 6 cm lang. Jetzt bestimmen wir die Schalbreite. Für mich ist diese eine gute Breite, wenn sie zwischen 20 und 30 cm hat. Das ist aber auch eine persönliche Vorstellung, was man da eben gerne haben möchte. Unser Muster ist 6 cm lang und jetzt überlege ich einfach, wie oft ich dieses Muster innerhalb dieser 20 bis 30 cm haben möchte, und ich denke, 6 cm, 4 mal das Muster ist dann 24 cm Breite. Das ist, denke ich, ganz gut. Aber wie viele Maschen müssen wir jetzt anschlagen? Wir wollen das Muster 4 mal. Und ein Muster ist 12 Maschen lang. Also müssen wir 48 Maschen anschlagen. Das könnt ihr mit jeder beliebigen Wolle in entsprechender Zackenanzahl selber auch für euch individuell ausrechnen. Das geht mit eurer Wolle und es geht auch mit eurer Musterlänge. Nun schlagen wir die Maschen an. Ich mache das, so wie ich es gelernt habe, immer mit 2 Stricknadeln. Und führe die dann einmal am Daumen nach oben und am Zeigefinger zurück und greife dann wieder rein. 48 Maschen brauchen wir zumindest mit dieser Wolle. Zum Schluss kontrolliere ich nochmal die Maschenanzahl. Wir beginnen jetzt, die erste Masche abzustricken, ganz normal einstechen und den Faden von hinten vorholen. Die restliche Reihe wollen wir in links stricken, das heißt, der Hilfsfaden liegt vor der linken Nadel und wird dann durch die Masche gezogen. Und hier wird auch die letzte Masche links gestrickt. Das ist ganz wichtig, dass ihr die letzten Maschen auch immer mitstrickt. Und jetzt fangen wir eigentlich mit dem Muster an, aber ich muss jetzt vorneweg noch was sagen. Und zwar wird die erste Masche wieder gestrickt. Das ist ganz wichtig. Ich erkläre euch gleich, warum. Jetzt strickt ihr noch die nächsten 4 Maschen rechts ab, dass bei euch auf der rechten Nadel 5 Maschen liegen. So, die nächsten 2, quasi die Nummer 6 und die Nummer 7 der Maschen bei euch,
Die werden jetzt zusammengestrickt. Dazu geht ihr links durch die beiden durch. Das kann am Anfang noch ein bisschen eng sein. Da muss man dann später vielleicht gucken, dass man die nicht zu eng immer auch abhebt. Und dann werden die nächsten vier Maschen wieder rechts gestrickt. 1, 2, 3, 4. Bei der nächsten müssen wir die Masche verdoppeln, dazu einfach einmal von vorne einstechen und Faden holen. Und jetzt verschränken wir das quer nach hinten und die rechte Nadel sticht nochmal in die Masche ein, holt sich den Faden durch. Und dann seht ihr jetzt ganz deutlich, haben wir jetzt aus einer Masche zwei gemacht und ihr könnt jetzt auch von der linken Nadel die Masche runtergleiten lassen. Jetzt haben wir das erste Muster beendet und jetzt beginnt es wieder von neu. Wir fangen jetzt an, fünf Maschen, die rechts gestrickt werden. Die vierte und die fünfte Masche und die nächsten zwei stricken wir wieder von links zusammen, von links vorne einstechen, Faden holen und zusammennehmen. Und die nächsten vier werden wieder ganz normal rechts abgestrickt und dann kommen wir auch schon wieder zur fünften, die wir einmal vorne uns holen und dann hinten quer nochmal einstechen und uns den Faden vorholen, um sie zu verdoppeln. Und dann ist auch schon das zweite Musterelement fertig und wir starten mit dem dritten, auch wieder fünfmal rechts abstricken. Dann die 6 und die 7 zusammen stricken als quasi sechste Masche, das ist ja die Hälfte von 12 und die nächsten vier Maschen wieder rechts stricken. Und jetzt machen wir dann aus der fünften Masche die fünfte und die sechste Masche, dass wir wieder auf 12 kommen. Und dann machen wir das Ganze jetzt auch noch mal ein viertes Mal. Das mache ich euch jetzt ein wenig schneller. Und auch die letzte Masche wird immer mitgestrickt. Ich verrate euch später noch warum. Also ich habe es nicht vergessen, aber das sieht man besser, wenn es so ein bisschen schon gestrickt ist. Jetzt sind wir erst quasi in der zweiten Reihe. Wir wenden das Ganze und fangen wieder an, fünf Maschen, auch die erste, rechts abzustricken. Am Anfang kann es ein bisschen hart sein, wenn man jetzt bei der sechsten und siebten die sechste draus macht. Die sind meistens noch ein wenig sehr fest am Anfang, die Maschen. Es wird dann später, je weiter man strickt, einfach auch ein wenig entspannter. Da hat man es dann auch raus. Und dann hier haben wir schon die fünfte gehabt vom Ende, die wir verdoppelt haben. Ja, das geht jetzt Reihe für Reihe, bleibt dieses Vorgehen gleich. Und ich zeige euch jetzt gleich so verschiedene Stricketappen und verrate euch dann auch endlich, warum wir die letzte und die erste stricken. So, bei der letzten Masche in der Reihe angekommen, wird die natürlich gestrickt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und dann wenden wir es und dann kann man auch schon die ersten Wellen erkennen. Das wird sich später noch ein bisschen mehr zeigen, wenn ein paar mehr Reihen gestrickt sind. Aber man kann jetzt hier schon erkennen, dass so kleine Wellen entstanden sind. So, jetzt zeige ich euch ein paar Strickfortschritte. Das waren so die ersten Reihen und dann sieht es immer deutlicher, wie das Zickzack entsteht und auch wie es länger wird. Und noch länger. Oder mal, wie schön der Rand ist und auch, wie die Zacken schon verlaufen.
Jetzt verrate ich es euch. So, wir haben jetzt immer die letzte Masche und auch die erste Masche gestrickt. Und als ich da dieses Muster entworfen habe, habe ich hier auch erstmal rumgetüftelt und probiert. Das sind so meine Musterstücke. Und hier sieht man schön, dass es alles einheitlich ist. Und wenn ihr das nicht macht und immer den Faden dahinter legt und dann erst in der nächsten Reihe macht, wie man es gelernt hat, habt ihr diese Unterbrechungen und diese einzelnen Fäden. Und jetzt schaut es euch einmal an. Das sieht einfach ordentlicher aus, wenn das ja so gestrickt wird, wie wir das jetzt stricken. Ne? Da ist der Schal einfach schöner. Und sonst hast du hier so einzelne Fäden. Also mir hat es persönlich besser gefallen. Das ist auch der Grund, wieso ich euch sage, ihr sollt so machen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und bei uns sieht man jetzt auch nochmal schön den Unterschied, wie dicht auch bei uns der Rand ist. Keine einzelnen Fäden, die da irgendwo rumbammeln. Wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Also, wir fangen wieder ganz normal an, einzustechen und stricken die nächsten 5 Maschen rechts. Das Muster bleibt bestehen und ja, ich gebe euch nachher noch einen Tipp, wie ihr dann tatsächlich ohne Mitzählen gucken könnt. Ja, zum Beispiel beim Fernsehschauen, wie ihr ohne Mitzählen eigentlich fast nebenbei den schönen Schal stricken könnt. Natürlich müsst ihr mir auch nicht zuschauen, wie ich jetzt den ganzen Schal stricke. Ich war jetzt schon ganz schön fleißig und zeige euch, wie lang der Schal bisher geworden ist. Also wir haben da schon einige Farben, die da dabei sind. Und jetzt sieht man auch ganz deutlich das Zickzackmuster und wie sich das auch über den Farbverlauf der Wolle absetzt. Es sieht wirklich wunderschön aus und ich kann euch Farbverlaufwolle mit verschiedenen Farben wirklich nur empfehlen. Da kommt das Muster wirklich extrem gut zur Geltung. Und dann zeige ich euch jetzt noch, wie ihr anhand von dem Strickstück erkennen könnt, ob ihr jetzt zusammenstricken müsst oder aufnehmen müsst. Wir stricken uns jetzt da quasi hin und zwar bis zur 12. Masche jetzt erstmal. Und jetzt seht ihr hier, die zwei sind ganz eng. Und das ist jetzt quasi unsere 12. Masche, die wir verdoppeln. Und dann sieht man auch hier, sind so ein bisschen größere Lücken dazwischen auch. Das ist so vom Muster her. Aber jetzt hier, wo wir hochfahren, das ist immer die Mitte, die zusammengestrickt wird. Und das kann man sich ganz gut merken, wenn man da die Linie hochfährt. Die zwei müssen zusammen sein. Also das sind unsere 9. Das ist dann quasi die 1 und die 2. Und dann arbeiten wir uns da langsam vor zu dem Punkt, wo wir zusammenstricken wollen. Und das kann man jetzt wirklich gut sehen. Einfach, dass das wie so eine Tannenbaumspitze immer zusammengeführt wird. Und das machen wir jetzt auch. Das ist so der eine Trick, der total gut ist. Und dann, wenn wir weiter stricken, 1, 2, 3 und die 4, dann sieht man jetzt wieder, die nächsten 3 sind 2 ganz nah. Und das ist jetzt quasi, die erste ist quasi unsere letzte. Da sind auch die größeren Maschen vom Aufnehmen. Und da kann man sich dann einfach gut merken, ah, wenn jetzt das Loch kommt, muss ich verdoppeln. Und wenn der Tannenbaum kommt, wenn es so ein wenig enger wird, dann wird zusammengestrickt. Ja, und jetzt sieht man jetzt hier auch wieder ganz toll, wie das aussieht, wenn die zusammengestrickt werden. Es ist auch wirklich immer übereinander und daher weiß man dann sehr gut, die zwei müssen wir zusammenstricken. Es ist eben eine Möglichkeit zu sagen, man muss jetzt nicht permanent mitzählen. Das kann man natürlich auch tun, ist kein Problem. Aber wenn man jetzt einmal so am Abend gemütlich vielleicht den Film ansieht, dann kann man das eben fast schon so nebenbei machen. Wenn ihr merkt, so die Wolle kommt langsam an ihr Ende,
Dann strickt auf jeden Fall noch eure vorletzte Reihe in dem Muster weiter mit dem Zug, mit dem Abnehmen. Und dann kommen wir auch zur letzten Masche der vorletzten Reihe. Dann wird das Ganze gewendet. Die Schale ist schon gut erkennbar und hat auch schon eine schöne Länge und Breite bekommen. Und wir maschen das ganz wie gewohnt ab. Wir stricken immer die rechte Masche und dann die Folgemasche. Heben jetzt von der rechten Nadel die rechtere Masche über die linke drüber und jetzt wird von der linken Nadel wieder eine Masche gestrickt und wir heben die zweite rechte Masche von der rechten Nadel drüber. Das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang, auch nicht zu fest, auch nicht zu locker, einfach schön von den Maschen gleichmäßig abmaschen. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Masche, die stricken wir auch rüber und heben die rechte Masche wieder über die linke. Jetzt mache ich mir meine Masche ein bisschen größer und schneide den Faden dann ab oder wenn er schon am Ende ist, dann kann man ihn auch einfach so durchziehen. Das hat ja hier ganz gut gereicht. Und dann schauen wir uns jetzt einmal unser Werk an, wie toll das ausschaut. Räumen ein bisschen auf Seite, na klar. Und hier sieht man auch wirklich wunderbar das Zickzackmuster und es ist ein ganz flauschiger, ganz toller Schal für meine Tochter geworden. Für die Kleine werde ich jetzt auch noch einen stricken und der übrig gebliebene Faden, also auch der Anfangsfaden, wird dann natürlich mit einer Wollnadel, das sind so Nadeln, die gibt es mit Spitze und ohne Spitze und größerer Öse kann man das dann ganz wunderbar ja noch vernähen, ja, so dass ich da nichts mehr auftrennen kann. Wenn ihr euren Endfaden, euren Anfangsfaden vernäht habt, habt ihr einen wunderbar tollen Schal, der euch gut durch den Winter bringt und am besten frühzeitig anfangen, damit er auch fertig wird. Also strickt schön mit. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Macht's gut. Bis bald. Eure Manu.